Klaus, ich habe da was gefunden, als ich deine Anziehsachen in die Waschmaschine gesteckt habe. Na toll. Wer war es denn? Kennen wir sie? Sie heißt Marina. Und weiter? Marina Parke. Und was kannst du uns über deine Frau Parke erzählen? Was konnte ich meinen Eltern schon von Frau Parke erzählen? Etwa wie es sich auf einem Küchentisch vögelt, dass mir Frau Parke gezeigt hat, wo es lang geht, dass ich ihn bei Frau Parke vor Begeisterung fast rausgerissen habe, dass Frau Parke mit ihren großen Zehen zielsicher in meinen Slip gefahren ist, dass sie es sogar einer Flasche Sekt zu besorgen weiß. Seit wann kennst du sie überhaupt? Ein paar Stunden. Ich meine, ich habe sie ein paar Stunden gekannt. Ein paar Stunden? Und dann gehst du gleich mit ihr ins Bett? Nun sag doch mal was dazu! Es war vielleicht ein bisschen früh dafür. Klaus, es war wirklich zu früh. Weißt du denn, wo sie es her hat? Vielleicht von einem Fernfahrer oder einem Ausländer? Genau. Ja. Hauchte ich mit letzter Kraft. Und noch heute ist mir dieses Wunder unbegreiflich. Ich habe gefickt und überlebt. Meine Mutter will mich nur davor bewahren, dass ich mein Schicksal kein zweites Mal so dreist herausfordere. Sie meint es nur gut mit mir. Sie meint es immer nur gut mit mir. Aber lassen wir die billigen Witze, Herr Kitzelstein. Gehen wir der Angelegenheit auf den Grund. Wieso stehe ich wie angewurzelt vor ihr? Worin besteht denn ihre Aura? Kennen Sie sich da aus? Dass ich von meinen Eltern trotz unstrittiger sexueller Erfahrung wie ein Kind behandelt werde und nichts entgegensetzen kann. Wie machen die das? Wann werden sie begreifen? Da ich es nie begreifen werde, so viel steht fest, dass es mein Schwanz ist und meine Angelegenheit, wo ich ihn hineinstecke. Und was daran klebt, wenn ich ihn rausziehe? Muss ich sie erst erschießen, um Ruhe zu haben? Ich habe auch noch was zu sagen. Vielleicht hat Frau Parke den Wunsch, unsere Republik zu verlassen. Vielleicht hat sie keine Bindung zur Republik. Kann doch sein. Er kennt sie ja kaum. Denn stell dir vor, sie kommt in den Westen und äußert im obligatorischen Gespräch mit feindlichen Geheimdienstleuten, dass sie Intimverkehr hatte mit dem Angehörigen der Sicherheitsorgane, Klaus Ulst. Da wollen die natürlich alles ganz genau wissen. Und damit wäre der erpressbar. Wir haben eine SMS-Kurznachricht für Sie. Die Nachricht lautet: Mission Mainz erfüllt Ausrufezeichen, Plakate 8, Verhaftungen 0. Mission 2 folgt. Hol den Vorschlaghammer. Und dann gehst du gleich mit ihr ins Bett. Auf dem Platz vor Aldi haben sie. Rausig, wo du lachen musst oder so. Ja, ich war allein im Zimmer, so viel musste ich nicht lachen. Komm auf die Straße, komm. Jetzt. Genau. Jetzt. Ich habe auch noch was zu sagen. Guck mal, bitte nicht mal eine halbe Nacht schon. Essig war's, oder? 30 Sekunden ist saulang.
Na, du kaufst auf jeden Fall was. Ich kaufe auf jeden Fall was, 30 Sekunden, dann muss ich ruhig sein. Du weißt, dass es ihm die versaut, ich werde schlechtstens Wer war's denn? Toll. Ich bin dran. Was es ist für den Zuschauer. Die legt einfach irgendwas auf den Tisch, aber der Zuschauer weiß ja gar nicht, was es ist. Und ja. Ich habe sie angeguckt, ich fasche die Kamera, das ist dumm. Du guckst sie doch an. Ja, wieso gehst du dann nicht einfach noch ein Stück weiter drüber? Ja, das nehme ich gerade auf. Gut, Outtakes machen wir nichts. Lacht mal. Schmieren.